Meinst du, wenn die Überlappung von 2013, 2017 weiterhin übereinstimmt, wird der Crash, der 2017 kam, ähnlich auch jetzt kommen? Müssen wir gucken, müssen wir gucken. Weil wir haben 2013 und 2017, als wir ganz runtergegangen sind zum Tiefpunkt des Bärenmarktes, haben wir 2013, nach dem 2013er Bullrun, sind wir, glaube ich, 86% nach unten gegangen. Nach dem 2017er Bullrun sind wir zum Tiefpunkt danach 84% runtergegangen. Ja, was kommt jetzt? Das ist halt die Frage, die du dir gerade stellst. Das ist die Frage, die wir uns alle stellen. Letztendlich gibt es Indikatoren, worauf wir achten werden, dass wir ungefähr im Tiefpunkt irgendwo einkaufen können. Darauf werden wir auch im Kurs eingehen, den wir euch anbieten werden dann auch. Aber wenn die Zeit gekommen ist im Bärenmarkt, dann werden wir euch das dann auch nochmal zeigen. Und erklären halt, ne, warum wir dann in diesen Bereichen einkaufen möchten. Ich wollte nicht mehr einfach nur blind vertrauen, weil ich 2017, als ich in diesen Markt reinkam, blind einigen YouTubern vertraut habe, denen gefolgt bin. Die haben ganz oben, wo man eigentlich hätte verkaufen sollen, gesagt, ja, das geht zum Mond, das hört niemals auf runterzugehen. Hab genau diesen Leuten vertraut und was ist passiert? Drei, vier Positionen habe ich noch, die ich mit 80% jetzt noch im Minus halte. Und danach dachte ich mir dann, warum hast du das gemacht? Du hast dein erspartes Geld irgendwo rein investiert, nur weil irgendjemand auf YouTube gesagt hat, ja, mach mal. Und du hast nicht mal nachrecherchiert, was für ein Wissen der hat. Wo kommt sein Wissen her, dass er sowas sagt? Und das ist das Problem, was ich mit meisten habe, wo ich dann direkt kritisch bin, wenn Leute sagen, mein Gefühl sagt mir, das wird. Oh, wenn ich das schon höre, ich denke, niemand interessiert sich für dein Gefühl. Niemand interessiert sich für mein Gefühl. Vielleicht habe ich heute Bohnen gegessen und mein Bauch fühlt sich nicht so toll an. Ja, dann ist mein Gefühl ein bisschen schlechter. Ist der Markt dann auf einmal anders oder wie? Und das hat mich so richtig gestört. Und darum habe ich mich angefangen, mit diesen Chartanalysen zu befassen. Habe schnell gemerkt, oh mein Gott, das werde ich niemals hinkriegen. Es gibt viel zu vieles. Menschen haben das in der Börse gelernt. All diese zig, hunderte und tausende von Indikatoren, die es gibt. Wie soll ich mir denn alles merken? Dann mache ich weiter. Ich habe gesagt, hey, gib nicht auf, wie bei allem gibt es ein Muster. Versuch die Muster zu erkennen. Versuch eine Schematik reinzubringen. Geh strategisch daran. Mach irgendein Ausschussverfahren. Versuch das Ganze ein bisschen grob zu verstehen. Dann wirst du wenigstens vielleicht von diesen Tausenden von Indikatoren 700 schon mal weghauen können. Und so bin ich dann an die Sache reingegangen und habe dann irgendwann gemerkt, das ganze Zeug braucht man gar nicht. Das ist alles komplett unnötig. Wenn du eine Handvoll, fünf, sechs bis sieben Indikatoren, die für dich funktionieren, die du in den Charts immer und immer wieder anwenden kannst, in den alten Verläufen zurückgehst und das immer wieder und immer wieder anwendest und guckst und testest, weil das ist das Schöne ja, wir können uns die alten Verläufe uns angucken, die es auf den Charts hier gab, und wir können dort diese ganzen Indikatoren dann ausprobieren, weil dann sehen wir wenigstens, wie es in der Zukunft dann gelaufen ist. Wir können unsere FIPs hier hinten ansetzen und gucken, wo ist das hingegangen, hat das Sinn gemacht? Und das Ganze können wir halt so schon üben. Wir haben all diese ganzen Informationen und dann kannst du das später, wenn du dich sicher genug fühlst, hier in der Zukunft anwenden und schauen ungefähr, in welche Richtung das geht. Weil du dich dann mit diesen fünf, sechs oder sieben Indikatoren, die du gefunden hast, wo du selber sehr affin bist und wo sich die Charts sehr affin dementsprechend verhalten, was nicht immer so ist. Denn einige Assets verhalten sich einigen Indikatoren mehr entsprechend als den anderen. Darum darf man das auch nicht generell alles über einen Kamm kehren. Es benötigt halt viel Zeit. Man muss sich halt richtig viel Zeit nehmen und ein bisschen Energie da rein tun. Und dann versteht man auch direkt, wenn einer irgendwie sowas sagt, ja, ich fühle, der Preis geht da. Ja, dann gucke ich mir das an, ich gucke mir die Elliott Waves an, ich gucke mir an, wie das Wyckoff technisch gerade abläuft. Zieh meine FIPs, guck mir die Trends an, dann gucke ich mir die Moving Averages an, die Fibonacci EMA Ribbons ziehe ich auch mal ein bisschen und denke mir, wie kommt er denn zu diesem Preis? Das ist doch, nichts weist irgendwie darauf hin. Und dann höre ich mir den Typen weiter an und dann merke ich dann irgendwann, sagen sie, ja, mein Gefühl. Und dann denke ich mir, ach du Heiliges, sein Gefühl sagt ihm also. Sehr interessant, sehr, sehr interessant. Und dann kommt das nächste Ding, wo dann viele ankommen und sagen, aufgrund der Fundamentals sage ich, dass der Preis jetzt hier hingehen wird. Fundamentals und News, schmeißt die weg. Das kommt nicht von mir. Das kommt von weltrenommierten Chartanalysten wie Robert Proctor zum Beispiel. Es gibt so,
Ach, da könnte ich mich wieder aufregen. Ne? Schmeißt das alles weg. Diese Fundamentals und diese ganzen News, die zeigen euch langfristige Entwicklung. Ob ein Projekt sich langfristig lohnt. Die haben nichts mit aktuellen Verläufen zu tun. Da werden jetzt viele kommen und sagen, ja, aber wenn Elon Musk was sagt, dann fällt der Kurs. Das liegt nicht an Elon Musk. Ich habe es euch schon oft gezeigt, es gibt oft super positive News und die Kurse, die fallen in den Keller. Es gibt oft super negative Kurse und die Charts, die Preise gehen durch die Decke. Ja, warum ist das so? Es ist halt ein Instrument der Wale, um oftmals, wenn da irgendwelche negativen News sind und die den Kurs gerne dumpen möchten, dass sie das dann parallel dazu machen. Was denken wir Schafe dann? Ja, weil Elon Musk was getwittert hat, ist der Kurs gefallen. Nein, Wale wollten sowieso dumpen. Und das war gerade ein schöner Zeitpunkt. Oh, Elon hat was gepostet. Passt. Dumpen wir das Ganze jetzt mal einfach. Und der Mensch hat dann seine Begründung. Wir haben dann unsere Begründung. Oh, darum, weil Elon was gesagt hat. Jetzt macht's Sinn. Wir wollen uns ungern eingestehen, dass es einige Größen gibt, die diesen Markt kontrollieren können. Beeinflussen können. Und das gibt den Großteil der Menschen, der Investoren, ein unbehagliches Gefühl. Ein Gefühl der Nichtkontrolle. Und es ist sowieso falsch zu denken, dass man ein Gefühl der Kontrolle hat, wenn man in diesem Markt ist. Das haben wir nicht. Doch wir können versuchen zu verstehen, wie diese Wale agieren und daran etwas teilzuhaben. Und je längerfristiger wir investieren, umso geringer ist das Risiko und umso mehr Reaktionszeit geben wir uns. Aber all diese Sachen, die werden wir bei unserem Kurs drauf eingehen. Und ich hoffe, ihr habt dann viel Spaß damit.